Ladies and Gentlemen, Rustig Pupsig ist am Start und heute gibt's ein richtig geiles Special Hide and Seek, Leute. Denn wir haben heute den Rainbow-Rainbow-Modus, Leute. Wir haben einen Regenbogen-Lamborghini, wir haben einen Regenbogen, keine Ahnung was, Leute, einen Regenbogen-Truck und einen Regenbogen-Beste-Freunde-Fahrzeug. Da steht's wirklich, BF, Bro, beste Freunde. Regenbogenmodus aktivieren, den Leuten zeigen, Junge. Ich zeig den Leuten den Regenmodus, Leute, denn heute haben wir einen Special-Modus. Sobald ich in ein Auto steige, wechseln sie durchgehend die Farben. Das heißt, wir haben heute beim Verstecken den Rainbow-Modus an und wenn ich im richtigen Moment aus dem Auto aussteige, kann ich vielleicht die Farbe in meinen Vorteil nutzen, bei meinem Versteck vielleicht im grünen Gras ein grünes Auto machen oder in einem schwarzen Ding ein schwarzes Auto, wenn es klappt, Leute. Oder man hat Pech und macht ein leuchtendes Auto irgendwo hin, wo es nicht passt, Leute. Aber unser bester Freund heute ist Stani! Also die beste Freunde, du ekliger. Ja, guck mal, hier ist ein BF-Fahrzeug. Beste Freunde. Aber ich will mit dir kein bester Freund sein. Ich trainiere hier gerade. Achso, das heißt dann, wir sind beste Feinde. Beste Feinde, ja. Beste. Okay, wenn du. Ja, also. Ja, klar, trainier schön deine Muskeln weiter mit der 1-Kilogramm-Hantel. Also, mehr schafft auch Stani nicht, Leute. Ich sag euch ehrlich, das ist heute unser bester Feind. Und deswegen lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um solche geilen Hide-and-Seek-Battles nicht zu verpassen. Stani, ist egal, welche Seite du nimmst, merkst du dir nur, weil jetzt ist halt alles bunt, ne? Ja, okay, nimmst du die Seite? Okay. Und jetzt, diesmal ist es ein bisschen schwerer mit Verstecken, weil man weiß halt nicht, was passiert. So, du fängst. Guck mal, wie das aussieht. Oh. Ja, okay. Oh, guck mal, wie sich das ändert. Oha, oha! Oh, Alter, ich hab voll Wheelie gezogen. Digga, voll nice. Weg mit dir. Ah, willst du hier verstecken, Bro? Ja, hier Bro, ist. Bro, denk dran, du musst auch die Farben. Hä? Wo bist du hin? Du musst auch die Farben. Lol. Wo bist du hingebackt, Digga? Ja, ich hab gesehen, du bist voll weggebackt. Bro, ich check's auch nicht. Bro, das Ding ist, Russak. Ja? Denk bitte dran, ne? Du musst dir die Farben merken, ne? Wieso? Damit, ja, damit ich nicht aus der Sehen deins finde oder sowas? Ja, oh, danke, Russak, danke. Ich wollte auch drüber. Ja, aber ich denke, im Endeffekt weißt du ja, wo deine Verstecke sind, so, ja, weißt du, ja, ich stimmt, meine. Stimmt. Also klar, wenn ich jetzt an einem anderen Ort was finde, dann weiß ich ja, das ist nicht meiner. Außer du bist so blöd und vergisst deine Verstecke, aber dann bist du selber schuld, muss man auch ehrlich sagen, ne? Dann kann man dir auch nicht helfen. Oh mein Gott, hab ich krasses Versteck. Echt? Bro, ich spiel vielleicht echt ein bisschen mit den Farben, sag ich dir ehrlich, wie es ist, weißt du? Ja, spielst du mit den Farben? Ich spiel ein bisschen so mit den Farben, weil in der richtigen Farbkombination kann es sein, dass du das Auto niemals finden wirst, weißt du? Aber ich tue mir gerade ein bisschen schwer, die Location ist auch nicht so nice zu verstecken, muss ich sagen. Muss ich auch ehrlich sagen, Bre. Oh, warte mal. Also ich sag dir, es ist doch schwieriger, als ich gedacht habe hier. Ja, denke ich auch so, gerade. Boah, aber ich hab schon ein paar geile, Ja, doch. Doch, okay. Bro, okay, doch. Ich glaube, ich habe was unnormal Schweres. Nee, geht nicht. Hä? Warte mal. Geht das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe mich reingebackt. Ich meinte, ich hab mich, reingebackt? Ich hab mich versteckt, Habibi. Ah. Na, kleiner Spaß, Bro, kleiner Spaß. Niemals habe ich mich irgendwo reingebackt oder sowas, weißt du, ich mein? Niemals. Ja. Also, ich sag euch ehrlich, crazy. Oh mein Gott, Bro. Crazy, wie ich das geschafft hab. Okay, ja? Bro, ich hab hier was deutlich crazigeres gemacht. Okay, bist du froh? Also ich sag dir, das ist schon, das musst du kurz finden. Ich geh jetzt mal rüber zu meinem zweiten Fahrzeug, let's go. Oh, du versteckst schon dein zweites oder bist du fertig? Ja, sicher, hä? Bei dir läuft, Bre. Du bist ja Junge, ich bin nicht so Rentner wie du, Junge, was da? Bro, du bist ja voll. Ey, ich muss ehrlich sagen, du bist echt gut geworden in Hide and Seek, so im Vergleich zu damals. Damals Junge, warst du jetzt voll schlecht, so, weißt du? Ich hab dich fast immer Hide and Seek abgezogen. Also irgendwie warst du immer voll schlecht, so. Die Leute haben auch in den Kommentaren immer geschrieben, ey, kann Stani überhaupt Autos verstecken? Der ist so schlecht, so, weißt du? Was laberst du? Ja, wirklich, nein, wirklich, ja, ehrlich jetzt. Deswegen sind wir jetzt froh, dass du ein bisschen besser geworden bist im Hide and Seek, so, weißt du? Alle Leute sind wirklich froh, glaub mir. Weil früher, früher haben die Junge, ich hab dich, ich zieh fast jede Runde ab. Ja, Leute, oh mein Gott. Du checkst dich, ne? Du checkst dich. Warte mal. Ich check alles, Bre. Vielleicht können wir. Warte mal. Nee. Ist nicht so gut, Habibi. Nicht so gut.
Navid, was ist so bei dir? Oh mein Gott, okay, over. Over, Bro. Was denn? Also, ich sag mal direkt für dich, Bro, für dich ist over. Warum? Warte, warte. Ich hab ne Ahnung, wo ein Auto von dir sein könnte. Wo? Wo? Bro, safe auf Masten, du Idiot. Ja, Digga, aber wusste ich. Oh, Bro, wie clean mit der Farbe gespielt habe ich hier. Das sieht ja unnormal cool aus. Ja, so. Das sieht voll cool nice, aus. Nice, Leute, wir gehen rüber zum nächsten Fahrzeug. So, Bri. Ich bin ready. Ich hab eins so einfach versteckt. Also eins habe ich richtig einfach versteckt. Du hast wahrscheinlich einfach im Busch gepackt und grüne Farbe machen lassen. Stimmt's? Sag ich nicht, mein Bester. Oh. Was denn? Hab ich dich gesehen? Nee, alles gut. Schade. Du warst so leise, als wäre ich irgendwie an dir vorbeigegangen oder so. Hast du ein Auto gefunden? Nee, hab ich noch nicht. Achso. Ja, aber ich hab ein geiles Versteck, mein Bester aller Jutster. Echt? So gut, oder was? Boah, ich bin zufrieden, Bro. Okay, krass. Freut mich, dass du zufrieden bist, Bro. Ich sag dir ehrlich. Digga, oh das God. Muss ich einfach hier stehen lassen wegen der Farbe, Leute. Vielleicht ist das Versteck gar nicht gut, aber egal, let's go. Auto, Bro, ich sag's du hast ein Bug-Auto? Ich hab ein Bug-Auto. Ja, was heißt Bug-Auto? Kann ich überhaupt an die Stelle kommen ohne... Ja, safe, du siehst das auch. Achso, okay. Ich sag dir ehrlich, wir sind echt sehr schnell mit Verstecken, aber ich hab ein einfaches Versteck und sonst sehr schwierige. Also ich hab ein einfaches, nee, zwei einfache eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und sonst, ja. Oh, ich hab wirklich sehr gute Geschenke. Geschenke? Geschenke? Also Geschenke, Bro. Study? Nein, Bro. Also, du checkst das nicht, du wirst es sehen. Geschenke? Aha, okay. Ich sag dir ehrlich, es ist schön, dass du Geschenke hast, Bre. Ich muss jetzt erstmal noch mein Auto hier endlich verstecken. Ich habe ein bisschen Angst, dass es heute wieder so eine Episode wird, wo wir in 10 Sekunden unsere Autos finden. Deswegen muss ich echt clever sein mit dem Verstecken. Nice. Bro, Russack, Junge! Warte. Wann bist du fertig, Russack? Ich warte schon die ganze Zeit. Oh mein Gott, Bro, ich lasse es jetzt einfach hier. Egal, was du, wie später du rumcrashen wirst, ich lasse das Versteck hier. Let's go, Leute. Was geht ab, Habibi? So, Russland. Na, komm, ich muss jetzt mal den Motorrad duplizieren. So, bist du ready, mein Lieber? 10 Minuten Rainbow. Zeit, um die Autos zu finden. Bist du ready? 3, 2, 1, go. Soll ich dir sagen, wo das erste Auto ist von dir? Hier auf dem Dach rechts. Ja, okay, dann guck. Das wäre jetzt so einfach, Bro. Geh doch. Ja, also ich sag dir ehrlich, du bist eigentlich nicht so der Dachverstecker, deswegen denke ich nicht, dass du es da versteckt hast. Bro, du bist eine kleine 31er-Ratte. Wieso? Du bist eine kleine 31er-Ratte. Du hast nachgemacht. Was hab ich gemacht, hä? Spaß hab ich nicht. Ich meine, ich hab dein Fahrzeug gefunden. Welches? Dein Golf auf dem Dach hier. Bro, ich hab niemals damit gerechnet, dass du hier wirklich auf dem Dach was versteckt hast. Bro, hast du da auch jetzt versteckt, oder was? Nein, aber wieso sagst du das denn jetzt? Ja, nee, weißt du wieso? Weil du das Auto blau hattest und ich dachte zuerst, es wäre im Wasser. Weil ich habe ein blaues Fahrzeug im Wasser versteckt. Und deswegen habe ich gesagt, nachgemacht. Weil ich habe ein Fahrzeug blau gemacht und habe es in dem Wasser versteckt. Und deswegen dachte ich zuerst, du hast es da im Wasser versteckt, aber dann bin ich näher gekommen. Und das war irgendwie vor dem Restroom. Aber ich habe mein erstes Fahrzeug gefunden, Bro. Deswegen habe ich gesagt, mit Nachmachen ist so, oh mein Gott, hast du etwa wirklich ein blaues Auto im blauen versteckt? Was ist das hier im See, Bro? Also was, im See? Ja, hier im Pool, Bro. Ja, das ist das, was du nachgemacht hast. Das habe ich gar nicht nachgemacht. Bro, ich dachte, ich habe es im ersten Moment gesehen, ich so, Alter, du hast hier nachgemacht. Als ob du das nicht beim Verstecken gefunden hast. Nein, ich habe es nicht gesehen. Nein, ich habe es jetzt verraten, gell? Ja, du hast doch verraten bisher. Nein. Ja, aber da merkt man auch wieder, wie dumm du bist. Ja, aber ich muss auch sagen, das war einfaches Versteck von mir. Bro, ich würde sagen, du denkst ja, ich bin dumm, ne? Ja, und deswegen habe ich dein grünes Auto im Baum gefunden. Ja, das war einfach, also, aber... Das ist so richtig stunning. Lass dich raten, weil du vorhin gesagt hast, im Interieur, du hast was in der Lost Bar versteckt. Nein, Bro, nein. Doch, safe. Da fahr ich jetzt erstmal schön rein mit dem Motorrad hier. Ja, fahr doch rein, Bro. Da gucken wir jetzt mal. Guck doch.
Ja. Oh mein Gott, ich wusste das. Ich hab mich so reingebackt, Digga. Bro, krass, das wie du da reingekommen bist. Das war so ein langer Weg, deswegen habe ich mich doch gefreut und gesagt, ey, voll geil reingebackt, weißt du noch? Da habe ich mich verraten. Ja, ja, aber das war der Verrat, Bro. Ich wollte ein Auto verstecken, aber ich dachte, ja, da wird Russland vielleicht schon haben. Ja, ich bin zufrieden. Als du gesagt hast, dachte ich, du meinst Garage. Da bin ich erstmal in die Garage gegangen und hab nachgeguckt. Oh Gott, deswegen hab ich ein krasses Versteck gefunden. Zwei Autos. Ich bin mal gespannt, Bro. Ja. Ich hab noch so ein Noob-Versteck. Ich hab ein OP-Versteck und das andere ist ein Noob-Versteck. Wo ist denn das Noob-Versteck? Ja, Bro. Gib mir doch mal einen Tipp. Ja, wir können ja fragen. Fangen wir mal so an. Hast du was noch auf dem Dach versteckt? Oder erhöhte Position, sagen wir mal? Erhöhte Position, ja. Dach nicht. Ich habe kein Dach und eigentlich keine erhöhte Position. Oh, okay, krass. Ich habe was. Oh mein Gott, ich habe was gefunden hier. Was denn? Ich habe den Rainbow Lambo gefunden hier bei der Einfahrt, so im Carport, so mäßig. Und ich habe im Taxistand auch was gefunden. Oh, der war der Noob-Fahrzeug. Das war das Noob-Fahrzeug. Das war aber ein cooles Versteck, weil ich dachte vielleicht, weil es gelb ist und so easy, dachte ich, vielleicht siehst du es nicht. Hast du gesehen, ich habe versucht mit den Farben ein bisschen zu spielen. Blauer Pool, und das Blau gelber nehmen müssen, weil da unten blau war. Ja, aber ich dachte ein bisschen so. Okay, jetzt haben wir beide noch ein Auto zu finden. Ey, Bro, wir sind wieder viel zu schnell. Ich sag dir ehrlich, wir sind echt gute Heiden. Ja, aber das Auto wirst du nicht finden, Rusak. Das Auto wirst du nicht finden. Wo hast du es denn, Bro? Okay, frag du jetzt wieder was. Also ich habe ja Dinger gefragt. Frag was? Bro. Ja? Lass mich los, Junge! Ja? Mein Auto ist in der Nähe vom Spawn vielleicht. Ja, okay, meins ist nicht in der Nähe des Spawns, es ist eher in diesem Taxi-Städte-Villen-Gegenden, so diese Gegend. Lass mich doch mal los! Ja, okay. Also es müsste ja quasi hier dann sein. Ja, also hier in der Gegend bei den Häusern und so halt, ne? Aha, okay. Aber, ja. Und keine erhöhte Position. Also mein Auto ist, wie gesagt, auf erhöhte Position. Okay. Das heißt, du hast hier einfach im Stadion in der Tribüne noch versteckt. Hier im Busch safe. Oh Gott, ich dachte, du hast schon meins gefunden, Digga, weil dein Bro so klang. Okay, deins auf einer erhöhten Position, das heißt, du hast irgendwo hier auf Stadiondach gemacht, ganz locker easy. Steht deins im Carport oder so? Nee. Im Busch? Nee. Bro, willst du noch mehr fragen? Willst du vielleicht sagen, so, Bro, du darfst auch mal was fragen? Ist deins versteckt im Stadion, also an der Tribüne? Ja. Oh mein Gott, hab ich dich. Irgendwo. Hast du es gefunden? Nee, aber ich such gerade noch. Digga. Wo soll dein Auto denn sein, Digga? Bro, ich hab Cheater versteckt, Bruder. Aber ich kann das sehen, oder was? Ja, wenn du im richtigen Winkel guckst, siehst du es, klar. Wie, was soll das denn heißen? Ja, du musst das richtig schauen, ne? Also, die Perspektive macht's, ne? Hä? Bro, wieso, ist deins schwer versteckt? Meins ist okay versteckt, ja. Bro, ich guck die ganze Tribüne ab. Bro, ich find deins auch nicht. Ja, ist doch gut, dann such weiter. Wir haben doch noch Zeit, Bro, alles gut. Wir beeilen uns ja nicht, oder musst du irgendwie. Ja, noch aber los? Muss ich da irgendwie in einem Glitch reingucken oder. Ich check das gar nicht. Nö, ist kein oder Glitch. Oder nicht in der Wand oder so. Nö. Oh. Ich geb dir später nochmal. Ist deins in dem Interieur? Nee, nicht so richtig. Also ist deins im Interieur? Nee. Wo ist deins denn, Bro? Doch, vielleicht gibt's hier irgendeinen Eingang, von dem ich nichts. Oh, ich hab deins. Lava. Doch, ich hab alle Eingänge jetzt durchgeschaut und hier hängt's an der Decke. Nice one, Bre. Damit bin ich durch. Guck mal, du hast auf jeden Fall noch Zeit. Wir lassen dich noch ein bisschen lumpen. Ich guck dir jetzt erstmal zu und dann guck ich erstmal, ob du in der Nähe bist, ne? So. Geil. Okay. Also du bist schon in der richtigen Gegend hier. Ja, ach nee. Das auf jeden Fall. Ich könnte dir einen Tipp geben, du würdest dir denken, so, was redet er? Aber wiederum wird es so ein krasser Tipp, so. Aber ja, den gebe ich dir in einer Minute, wenn du nicht findest. Guck mal, du kannst ja eine Frage stellen. Stell doch mal eine Frage. Ich habe schon alles abgesucht, ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Ja, scheinbar hast du wohl schlecht abgesucht, ne? Hast du auch ein bisschen so
Okay, Dächer haben wir ja. Dächer musst du nicht anschauen, ne? Ja, nur unten hast du gesagt. Keine erhöhte Position, nur unten. Nur unten, nur unten. Okay. Okay, was ist hiermit so? Okay, alles klar. Gibst du auf? Du kannst auch aufgeben, einfach sagen so, ey Bro, nee, gar keinen Bock mehr. Ich will gar nicht mehr suchen, so weißt du, ich meine? Geht auch. Nee, ich guck ja noch. Oh, 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 okay. Interessante Gänge hier, ne? Voll spannende, verwinkelte Gänge, Bro, ne? Oder was meinst du? Wie findest du die so? Gut. Okay, also ich sag dir so, du bist schon sehr nah gewesen am Fahrzeug. Aber wo soll das denn hier sein, Junge? Ja, in meinem Versteck halt, Bro, weißt du, ich mein? Aha, hier nicht, nee, ist okay. Okay, okay, ja, okay, interessant, aha. Ja. Nee, du machst es gut, Bro, also hier wird's wieder kälter. Ich hab keine Ahnung, Bro. Kein Interieur, also hier kein in diesem Interieur. Bereich ist es. Ja, sehr nah, ja. Also du bist sehr, also du bist, wenn ich so gucken würde, so vom Auto 50 Meter weg. So, jetzt Pi mal Daumen geschätzt einfach. So, wenn ich retten würde, weißt du, ich meine? Mhm. Okay, 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 okay. Ja, ja, das ist auch eine sehr interessante Gegend. Die gefällt mir sehr gut, sage ich dir ehrlich. Mhm. Okay, du fährst hier schön durch die Häuser durch. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Nein. Hä? Wo soll die Scheiße sein? Ich sag dir, du bist extremst nah am Auto gewesen. Extremst nah. Digga, also. Extremst nah gerade gewesen. Also, du hättest das Gefühl. Das ist so. Du hast das Gefühl gespürt. Soll ich dir den Power-Tipp geben? Ja. Es ist. Unter dir. Unter der Erde. Ja, Bro, da hast du es ja irgendwo reingebackt, Junge. Es ist unter der Erde. Ja, Digga, was ist das denn für ein Müll? Es gibt ein Versteck, wo man quasi, guck mal, wie hier zum Beispiel nach rechts, wenn du nach rechts gehst auf dem Fußballplatz, kannst du ja in so die Buchten verstecken, weißt du? So, das ist so quasi sowas unter der Erde mäßig so. Wenn du jetzt hier verstecken würdest, wäre es für mich unter der Erde. Verstehst du, was ich meine? Das ist unter der Erde. Bro, einfach. Aber hier ist nichts unter der Erde. Was ja, du? Vielleicht. Aber du warst schon sehr nah und es ist unter der Erde und die Zeit läuft gleich ab. Und du bist extremst nah. Ich sag dir echt, du bist gerade gefahren, ich konnte sogar sehen. Ich konnte es sehen sogar, Bro. Ich hab's wirklich gesehen gerade, unter der Erde. Bro, was laberst du? Unter der Erde hab ich's gerade gesehen. Ja, sag mir jetzt, wo es ist, Bro. Gib's auf? Ja. Okay, fahr raus hier. Geh auf Wohin? Den Weg hier. Auf den Weg, ja. Jetzt fahr geradeaus. Nach rechts. Geradeaus, geradeaus. Nach rechts. Langsam. Hier, stopp. Ja, genau, da ist es. Wo denn? Hier, rechts neben dir. Vor dir. Bro, du bist so ein ekliger. Bro, es ist unter der Erde! Bro, du hast mir ja komplett die falschen Tipps gegeben. Und Bro, ich bin hier lang gefahren und du hast es gesehen. Alles ja, klar, ja. Aber keine Scheiße, Mann. Doch, ich hab's gerade gesehen. Junge, du laberst so einen Bro, Müll, Alter. Ich hab's. Junge, ohne Spaß, nächstes Mal sagst du gar nichts. Ey, Bro, man hätte es gar nicht finden können. Ich hab's unter der Erde. Junge, du bist ein Dummlaberer. Ich hab's unter der Erde versteckt, Bro. Ja, du hast es gesehen, Bro. Ich hab's klar, unter der Erde versteckt. Du laberst einfach nur Scheiße, Junge. Ja, okay, alles gut. Wir battlen uns jetzt schön bei den Sumo-Battles, ja? Ich bitte dich deswegen, dein Fahrzeug für Sumo-Battles zu packen und weise zu wählen, mein Freundchen. Weil, ja, hab ich. Weil ich hatte dich gerade schon gut hops genommen, weißt du, was ich meine? Ja, weil du gelogen hast, Junge. Ja, ich hab gelogen, okay. Junge, du bist Lügenbaron okay. Russland, Alter. Lügen-Lüssop. Ja, Alter. Ja, wir sehen uns auf der... Junge, Lügen-Lüssop ist ein kleiner... Let's go! So, Bro, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich richtig entschieden habe. Ich habe dieses komische Hirsch-Auto genommen, weil ich werde jetzt zum Hirsch. Bist du bereit? Bro, let's go. Ja, komm, best of three. Hirsch, Bro, ja, tschüss. Wo bist du? Bro, wo bist du? Bro, Stani? Ah, da bist du, ja. Ach so, geht das jetzt lustig runter, gell? Okay, let's go. Bro, ich bin geflogen ein bisschen. Bro, wo bist du? Oh, Bro, pass auf, da sind Bomben, ne? Pass auf, Bro. Bro, wo bist du? Ich seh dich gar nicht, Bro, irgendwie. Du fliegst die ganze Zeit so durch die Gegend, so weißt du, ich mein? So. Ja, guck mal, was ich dir anstelle. Aber ich krieg dich nicht runter, ne? Stani? Ja, warte. Ja, okay, 1-0.
1-0. Bro. Du kannst dein Fahrzeug reparieren und dann gehst du rüber ins nächste. Komm, komm, let's go. Bist du ready? Ja, komm her. 3, 2, 1, komm. Ja, komm. Komm. Oha. Oha, fast schlau gewesen, Bro. Statement? Ja, eine Runde ist noch, hallo. Ja, okay, komm, dann mach ich den 3-Pointer. Okay, los geht's, komm. Ich hab mir nicht mal mein Auto reparieren müssen, gar nicht. Komm, schub's mich an, komm, versuch dein Glück. Ja. Okay, Stani, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das ist der erste Punkt für mich komplett. Ich hoffe, dir hat die Challenge gerade Spaß gemacht. Oh. Yeah! Oh. So, erster Punkt für mich, du Loser. Ja, okay. Erster Punkt für mich. Ja, okay, ich habe ein bisschen Gas noch hingegeben, konnte das Auto nicht mehr kontrollieren, ist okay. Easy. Ah, okay, easy. Science, komm, let's go. Bro, jetzt kommt mein Comeback. Okay, let's go. Und wie willst du dein Comeback nennen? Oh mein Gott, Bro, ich bin wieder fast rausgeknallt. La 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 Ach so, renn jetzt, oder was? Ja, rennen, Bro. Ach so, nee, dann nicht der andere. Bro, ich glaube, der andere ist sogar ziemlich OP, ne? Obwohl, da... Digga, ich glaube, der ist scheiße, den ich hab. Okay, bist du... Komm her. Ey, wir fahren hier das Rennen, Bro. Hier auf der, im Kreis. Zwei Runden im Kreis drehen, okay? Okay, geil. Gute Idee eigentlich. So, wir parken die Autos ein bisschen weg. Okay, sagen wir einfach zwei Runden oder drei? Drei Runden. Warum ist da wieder mein Fahrzeug? Okay, bist du ready? 3, 2, 1, go! Aha. Digga, du bist viel zu schnell. Ich hätte doch den Lambo nehmen sollen. Oh mein Gott! Bro, ja, okay. Wie schnell ist deiner? Bro, meiner fährt 300. Meiner ist bei 200 irgendwie gecapped, Bro. Bro! Meiner ist Müll. Ja, okay, GG, Bro. Ich hätte den Lambo nehmen sollen. Ja, nicht mal mit Lambo hättest du eine Chance gegen mich. Boah, ich weiß nicht, deine ist überschnell, gell? Dein Fahrzeug ist echt voll OP, ne? Boah, das ist voll OP. Ja, yeah, deswegen war das ja auch so stark bei Sumo Battle, weißt du? Bro, bei mir, ich hab hinten komplette Turbine, die ist überladen, Bro, ich sag dir ehrlich. Bro, ich hab... Du wie viele Runden hast du gesagt, Brustag? Du hast mich überrundet, Digga. Guck mal, du kommst da überrundet zu... Ja, GG. Ey, Bro, komm mal ganz kurz her. Komm mal ganz kurz her, Bro. Du hast 1-1. Fahr mal einmal mit dem Lambo. 1-1. Ja, egal, wir machen jetzt Lambo-Dinger. Komm mal her ganz kurz, ich will dir was zeigen. Guck mal hier im Kofferraum bei mir. Bro, das ist alles überlastet. Guck mal das an. Guck mal in den Kofferraum rein. Ich sag dir hart auf hart, ich würde dich hier auch mit Lambo abziehen. Ich seh das. Ja, ist egal. Es geht nicht um Lambo, du musst jetzt das komische Golf-Ding nehmen, beste Freunde-Ding, und jetzt ein Shoutout-Battle machen. Machen wir auch hier Shoutout-Battle im Kreisel? Ja, machen wir. Oh, im Kreisel ist krass, Bruder. Okay, dann bitte ich dich, Waffen zu geben und Godmode rauszumachen. Und dann heißt es gleich Shoutout Battle. Bro, das Fahrzeug hätte dich so hops genommen hier. Der fährt hier übel klein. Obwohl, Digga, der schafft. Bro, der schafft's hier nicht so viel. Ich hätte dich auch damit abgezogen. Doch, glaub mir, also der ist 300 hier gefahren. Der fährt auch knapp 300, aber nicht mehr. 290. Ja, wo bist du denn? Ich fahr im Kreis gerade. Hast du Pistolen dann? Geht schon los, ja. Okay, geht los. Oh, da bist du, ja. Hey, wo bist du? Warum fährst du raus? Macht Spaß da hinten? Oh, du hast dich direkt getroffen. Echt? Ja. Oha. Bro, Rosak, du kriegst jetzt so ein Headshot wie letztes Mal, Bro. Bro, dein Auto drauf. Ich muss dir jetzt Headshot geben, Leute. Komm, Rucksack! Hab ich dich getroffen? Ja. Wieder? Oh, du hast mich getroffen. Bisschen Leben ist weg. Ja!
Ich hab dich einfach in die Luft gesprengt, Bro. Was ist das denn für ein Müllauto? Bro, ich hab dich einfach in die Luft gesprengt und damit gewinne ich das geile Rainbow Battle, Leute. Mega geile Episode. Wenn ihr noch ein Rainbow Battle sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Regenbogen und lasst ein dickes Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute, checkt Stanjip und checkt jetzt die letzten Videos für mehr Battles.